Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße dich herzlich willkommen zum Gearcheck des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins. Los geht's! Im Gearcheck für die 29. Ausgabe des Podcasts Schlagabtausch mit Dirk Brandt und meiner Wenigkeit geht es um ein Gadget der Klangmacherei von Klangmacher Michael Mick Schaaf. Die Klangmacherei aus Engstingen am Nordrand der Schwäbischen Alb ist eine kleine, aber feine Trommelwerkstatt. Dort werden Trommeln nach speziellen Kundenwünschen angefertigt, es wird mit Prototypen experimentiert, es werden Trommeln restauriert und es wird Altes und Kaputtes repariert. Für dieses Video allerdings, das Gearcheck, habe ich es nicht mit einer Trommel von Michael Schaaf zu tun. Nein, ich checke die Klangmacherei Lederdämpfer. Bitte schaut euch auch meine anderen Videos mit den Gadgets der Klangmacherei an. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Und wo ihr schon mal da seid, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Ich danke euch herzlich dafür. Die Klangmacherei Lederdämpfer sind schlichte, effektive Dämpfer für Snare Drums und andere Trommeln, um unerwünschte Obertöne zu reduzieren und das Sustain der Trommeln zu verkürzen. Man kann die Dämpfungsstärke mit dem ca. 5x10 cm großen Lederlappen aus echtem Leder flexibel auf der Snare Drum justieren. Sie sind dank der stabilen Metallklammer schnell an einer Trommel montiert und genauso schnell wieder abmontiert. Das werdet ihr gleich im Laufe dieses Videos sehen können. Die Metallklammern verfügen innen über eine gummierte Klemmfläche, damit die Rims der Trommeln nicht beschädigt werden. Der Vorteil der Lederdämpfer gegenüber anderen Dämpfungsmöglichkeiten ist unter anderem, dass sie keinerlei Verfärben der Felle auslösen, keine Kleberückstände auf den Fellen zurücklassen oder die Felle schon gar nicht auflösen können. Die Lederdämpfer gibt es mit einer normalen Klammer, mit einer schwarzen Gummierung für normale Spannreifen und mit einer großen Klammer mit einer silberfarbenen Gummierung, beispielsweise für dicke Holzspannreifen. Der Stückpreis liegt bei Stand Februar 2022 bei erschwinglichen 5 Euro. Und ausgeliefert werden sie in einem hübschen Säckchen. Jetzt aber genug der Worte. Checken wir mal, wie die Dämpfung der Klangmacherei Lederdämpfer sich auf den Ton meiner Snare Drum auswirkt. Zunächst hört ihr die Snare Drum ohne Dämpfung. Bei der Snare Drum handelt es sich um eine Pearl Decade Maple Snare Drum in 14x5,5 Zoll, bezogen mit einem Evans UV-1 Schlagfell. Ihr hört alle Aufnahmen in diesem Video ohne Audio-Nachbearbeitung. Sprich, ich habe keinen Kompressor verwendet, keinen Limiter oder irgendwelche Equalizer-Einstellungen vorgenommen. Aufgenommen habe ich die Snare Drum im Closed-Mic-Verfahren mit einem Zip Systems Rocket 2-Mic. Jetzt werde ich den Klangmacherei Lederdämpfer an der Seite der Snare Drum mit der maximalen Dämpfungsstärke montieren. Das heißt, ich werde die Länge des Lederstücks zur Mitte des Snare Drum zeigend voll ausnutzen und natürlich im Anschluss daran auch für euch zum Hören bringen. Einmal zum direkten Vergleich die Snare Drum nun einmal mit maximaler Dämpfung durch den Klangmacherei Lederdämpfer und einmal ohne die Dämpfung.
Was mich bislang ein bisschen irritiert hat, ist die Tatsache, dass der Lederlappen nach jedem Schlag auf die Snare-Drum unkontrolliert hochspringt. Das hat den Effekt, dass ich erst die Obertöne, die ich eigentlich abdämpfen möchte, höre und erst wenn der Lappen sich wieder gesenkt hat, also auf der Snare-Drum aufliegt, die Obertöne eben abgedämpft werden. Das kann, wenn es gewollt ist, natürlich auch ein Mega-Effekt sein. Das ist quasi, als würdet ihr ein Gate aus eurem Effekt-Rack auf die Snare-Drum legen, nur dass dieses Gate eben dann tatsächlich mechanisch funktioniert. In meinem Fall aber wollte ich die Snare-Drum eigentlich nur komplett von den Obertönen erstmal befreien. Und deswegen reduziere ich nun mal die Dämpfung etwas, indem ich das Stück Leder ein paar Zentimeter von der Snare-Drum herunterhole. Jetzt hört ihr zunächst die Snare nochmal zum besseren Vergleich ohne die Dämpfung und anschließend mit der Dämpfung. Wie ihr bis jetzt immer beobachten konntet, habe ich das Lederstück mit der langen Seite Richtung Mitte ausgerichtet. Wie aber dämpft der Lederdämpfer, wenn ich das Lederstück längs an der Trommel ausrichte? Wollen wir das auch mal uns anhören? Vorab wieder dann gleich der Sound ohne den Lederdämpfer und im Anschluss dann mit dem Dämpfer. Diese Variante der Anbringung ist bislang meine absolute favorisierte Anbringung, denn der Lederlappen springt nicht unkontrolliert herum und die Dämpfung ist wirklich sehr, sehr schön gleichmäßig. Als er noch herumgesprungen ist bei der ersten Variante, ihr erinnert euch, als ich noch das lange Teil des Leders Richtung Mitte ausgerichtet hatte, da war dieses unkontrollierte Springen des Lederlappens zu sehen und dadurch hat man erst den Oberton noch gehört und er wurde im Anschluss dann erst abgestoppt. Das ist hier direkt von Anfang an der Fall. Der hat direkt die komplette Dämpfung. Das ist absolut mein Favorit. Es ist wirklich spannend, was man mit so einem kleinen Gadget wie dem Klangmacherei-Lederdämpfer so alles machen kann und wie man auch damit Spaß haben kann. Alle Dämpfungsmöglichkeiten in diesem Video zu zeigen, das würde natürlich den Rahmen sprengen. Eine letzte Sache noch, aber betreffs der Dämpfung auf der Snare Drum. Ich falte nun das Leder. Damit erhöhe ich leicht das Gewicht, welches auf die Snare Drum drückt. Und ich bin gespannt, wie das die Dämpfung der Snare Drum dann beeinflusst. Wieder zuerst die Snare Drum zu hören, gleich ohne jegliche Dämpfung und anschließend mit dem Lederdämpfer. Was geht noch? Die Klangmacherei-Lederdämpfer kann man ohne weiteres auch an den Toms befestigen. Das werde ich jetzt auch mal machen. Dann hört ihr wieder das Tom erstmal ohne Dämpfung und anschließend mit der Dämpfung. Und ich werde jetzt mal meine favorisierte Dämpfung dafür wählen, das heißt die lange Seite am Rim des Toms befestigen.
Der Dämpfungseffekt ist natürlich auch bei dem Tom zu hören. Allerdings finde ich ihn bei der Snare Drum viel deutlicher. Ich habe jetzt auch bei dem Tom, wie ihr gesehen habt, die Klammer außen am Leder befestigt. Also komplett auf der rechten Seite. So liegt, hatte ich das Gefühl zumindest, das Lederband etwas besser auf dem Fell auf. Das gleiche kann man natürlich auch bei der Snare Drum mal probieren. Also man kann so viel mit diesem Lederdämpfer rumexperimentieren. Das ist der Wahnsinn. Wie ich ja gesagt habe, alle Dämpfungsmöglichkeiten zu zeigen, würde hier den zeitlichen Rahmen sowas von sprengen. Deswegen jetzt mal nur eine kleine Zusammenfassung, ein kurzes Medley, sage ich mal, ein Schlagzeug-Medley mit drei weiteren Möglichkeiten, die Dämpfung an der Snare Drum mit der Klammer zu befestigen. Ich hätte jetzt stundenlang so weitermachen können, das erspare ich euch natürlich. Also checkt die Klangmacherei Lederdämpfer unbedingt aus. Der Preis ist ja sowieso der Hammer. Ein Lederdämpfer kostet, wie gesagt, gerade einmal Stand Februar 2022 5 Euro das Stück. Einen Link zur Klangmacherei habe ich in die Beschreibung zu diesem Video gepackt. Das war der Gearcheck mit den Klangmacherei Lederdämpfern von Michael Schaaf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen. Schaut auch unbedingt auf der Seite der Drums und Percussion vorbei. Dort könnt ihr den Podcast Schlagabtausch direkt hören und auch die vorhergehenden Episoden selbstverständlich finden. Diesen Link findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Also bleibt gesund und munter, macht's gut, bis demnächst, euer Timo. Ciao.